Oh, mein Wasserstoff ist fast wieder leer. Und da ist er wieder voll. Schon praktisch, ah, ja, ne? 110. Also einmal mache ich es jetzt noch voll. Ja, gut, mach ich auch noch einmal voll. Und dann fliegen wir wieder. Das knistert so lustig, wenn man das Eis bohrt. So, als nächstes müssen wir mal so eine Landebahn hier bauen. Eine Landebahn? Plattform. So. Die finden wir nie wieder. Es sei denn, wir machen eine fette Boje drauf. Es ist dann halt immer die Sache, wie du reinkommst von außen. Dann, okay, es ist voll. Dann extra immer nochmal, extra nochmal drehen und rumfliegen und anderweitig und das kann ein bisschen blöd sein. Wäre ein bisschen angenehmer, auf irgendwas geraden zu landen, als... Ach so, ja gut. Kohle. Meine Güte. Gibt schon mal was. So, ich sammle dein restliches Eis da unten jetzt noch ein. Und dann fliegen wir wieder, okay? Jo. Ab. Dann platziere er sich. Bin schon dabei. Wunderbar. Und los. Fahrwerk offen. Und das halbe Schiff ist zerstört worden. Siehst du das? Ja. Toll, ich hab's Fahrwerk aufgemacht und es hat das Schiff zerlegt. Aber wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Auch wenn es mich jetzt ein bisschen anpimmelt. Dass dieses Schiff jedes Mal, wenn man versucht zu starten oder irgendwas, kaputt geht. Ja, wir sind zu nah. Du hast quasi den Boden, bist quasi den Boden rumgestellt, glaube ich. Nee, ich habe sofort Schub nach oben gegeben. Fahrwerk auf und sofort Schub nach oben. Hm, keine Ahnung. Ja, wir können ja nächstes Mal. Sind die Container noch drauf? Ja, alles noch da. Okay. Nur Triebwerke. Ein großes. Weg. Ja, ich sehe es. Und unten sind fast alle weg. Nach links haben wir gar kein Triebwerk mehr. Meine größte Sorge ist jetzt, von diesem Mond wegzukommen. Alles andere erledigt sich unterwegs. Ach was, das reicht. Mit 6 kleinen und einem großen reicht das. 6 kleine? Ich sehe nur noch 2. Nee, sind 6. Also für Schub nach vorne. Ach so, die kleinen, ja. Nach unten sehe ich nur noch 2 große, aber wir haben es eh gleich geschafft. Ja, dann ich auch. Aber nach unten ist egal. Das schaffst du. Jetzt haben wir es. Ja, aber jetzt können wir das Schiff dann noch optimieren. Ich würde so kleinere Stelzen machen als Puffer. Ja, das ist eine gute Idee. Dann müssen wir es halt nochmal reparieren. Mal wieder. 3 Block groß vielleicht. Ja, so 3 Block hoch wäre vielleicht gar nicht blöd, ja. Und dann noch, wir könnten noch eine Treppe, naja, brauchen wir eigentlich gar nicht, wir fliegen jetzt sowieso die ganze Zeit. Und den Bohrer müssen wir echt mal probieren. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das mit dem, dieses Fahrzeug dann zu fertigen. Ja, oder das ist nicht einfach. Oder so auszurichten, dass es wirklich funktioniert. Ja, das ist nicht einfach. Aber müsste möglich sein. Theoretisch. Siehst du, ich habe das Schiff gut gebaut. Sogar wenn es nur noch halb übrig ist, kann man damit noch starten und fliegen. Ja. Was fehlt denn alles? Die Triebwerke fehlen alle. Es kann sein, dass die überlastet waren beim Abheben. Nee. Dann geht man komplett Schub nach vorne. Mach ich. Also 12%, nein, die sind nicht überlastet. Nicht die Reaktoren, die Triebwerke, weil es sind fast alle unteren Triebwerke explodiert. Oder kaputt gegangen. Die Gyroskope haben wir auch nur noch die Hälfte. Die können nicht überlastet gewesen sein. Wenn sie überlastet sind, gehen sie bis Maximum und dann war's das. Okay. Dann startest du halt nicht vom Planeten, dann bleibst du halt auf Planeten hängen. Okay, das heißt, wir reparieren demnächst unser Schiff. Und bauen Koffer an. Genau. Damit können wir dann fast schon mal anfangen. Triebwerke kosten halt ziemlich viel Material, das ist das große Problem. Ich wollte gerade sagen. Ja, sorry. Bei 100 Metern die Sekunde auszusteigen ist nicht gerade sehr gesund. Solange du
Trägheitsdämpfer aushast, ist aber wirklich. Ja, wenn sie angewiesen sein wären, hätte es unter Umständen Probleme geben können. Ja, für mich. Ja. Ey, die Scheinwerfer haben es alle überlebt. Uah. Toll. Die haben wir nicht mal angehabt. Naja. Mal gucken unser Inventar. Sehr schön. Oh, das sieht doch gut aus. So, ich fange mal an mit Bremsen. Ja, ich sehe es. Ich habe alles im Blick. Noch. Was zählst du da ab? Die Containernummerierung. Mir fehlt irgendwie Container 1. Also entweder hat er bei 0 angefangen zu nummerieren. Es müssen 4 Stück sein. Medium 1. 4 Medium Cargo Container. 2 Medium, 3 Medium. Ich bin nur bei 3 Medium. 1. 3? 3. Ah, 4 Stück, ja. Okay. 4. Junge, mach mir keine Angst. Ich hab schon gedacht, wir hätten welche verloren. Nee, das ist 2, 3, 4 und Nummer 6. Ah, ja, ja, die Nummerierung ist manchmal ein bisschen komisch. Oh, wir sind ja schon da. Ja, willst du den Hangar aufmachen? Wenn ich es hinkrieg. Ja. Du musst auch von innen rein, die äußere Konsole ist noch nicht belegt. Also ich muss das halt bremsen. Ja, das ist okay. Nee, warte mal, ich muss es oben drauf landen, weil die Triebwerke, du weißt, wir haben kein Triebwerk nach links. Du bist sowieso falsch rum. Ja, ich merk's. Ich versuch einmal rumzukommen. Lande am besten oben auf dem Hangar. Da habe ich genügend Platz. So, das wird jetzt ein schönes Ballett. Dann lass am besten das Schiff in der Luft schweben, dann können wir gleich die Stoßdämpfer dran bauen. Ja, und reparieren. Warte, ich muss es erstmal zum Stehen bringen. Ich hole schon Material. Fürs okay. Größte. Wir sind bei relativ null. Ich fange mal an, die Dellen rauszumachen. Okay. Ausladen tun wir es dann in der nächsten Folge. Bis dahin hebt das noch. Willst du schon mal die Triebwerke dann dran bauen? Dann mach ich mal. Ja, ich will gerade mal hier noch alle Dellen beseitigen, dass man die einfach wieder einpassen kann. Weil das hat ja ziemlich viel mitgenommen. Gut, du machst die Stoßdämpfer. Ja. Und guck mal, die zwei kleinen Blöcke, die da auf der linken Seite fehlen, könntest du vielleicht auch noch ersetzen. Ja, ich komme mich gleich dran. Links fehlen zwei Blöcke. Ich suche zuerst mal wieder Material für Triebwerke zusammen. Weißt du was, wenn ich bei der Hydrolite 3-4 kleine Triebwerke abbaue, müsste das eigentlich mehr als genug sein. Für alles, was wir vorhaben. Weil, was haben wir noch an Thruster? Guck halt, dass du nicht alle vier von einer Richtung wegnimmst. Nee, nee. Nee, das passiert schon nicht. Wir müssten eigentlich sogar noch genügend Sachen haben. Außer große Stahlrohre, kleine Stahlrohre. Konstruktionskomponenten. Theoretisch müsste es sogar ausreichen. Wo sind große Triebwerke? Großes Triebwerk. Dann fangen wir mal an zu reparieren. Ja, du müsstest da ein Stückchen weg. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Ach, natürlich, das Wichtigste habe ich vergessen. So, mein Inventar ist bumsvoll. Er hat Bums gesagt. Alter. Ich hab kein. Idiot. Ich hab den Welder rausgelegt. Moment. Ich muss gucken, dass ich die richtig einpasse. Nicht, dass sie irgendwie in der Gegend rumeiern. So, jetzt
schauen wir mal. Da fehlen Blöcke. Da ist das Problem. Okay, dann muss ich mal kurz gucken, wie ich das am ungeschicktesten mache. Ja, das könnte funktionieren. So, jetzt. Müsste eines. Dahin. Und eines hierhin. Stimmt das? Oh. Das stimmt. Ah, ich habe den falschen Roll da eingepackt. So. Ja, ganz wichtig, man muss sein Material pflegen, wenn man damit fertig ist. Das ist das A und O in der Raumfahrt. Nur funktioniert das Trial and Error System hier nicht ganz so gut. Beziehungsweise Error kann Menschenleben kosten, ne? Ja. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Das würde mich immer noch interessieren, warum die Triebwerke hochgegangen sind. Ja. Ich gehe echt davon aus, dass du irgendwo auf dem Boden rumgeschrammt bist. Wie denn, wenn ich sofort Schieb nach oben gegeben habe? Da kann ich ja quasi gar nicht. Mach mich doch nicht aus. Kann ich nicht schrammen? Ich habe keine Erklärung, keine andere dafür. Mein Fehler an vielleicht, dem Schiff war definitiv nicht. Vielleicht zu nah am Boden gewesen einfach. Vielleicht hätte man nicht parken dürfen. Vielleicht, aber. Okay, ich glaube, wir haben wieder alle Triebwerke an Bord. Kann das sein? Ah, nein, halt, halt. Nein, 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 haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Ein ganz wichtiges fehlt noch. Stimmt das da? Nein, das ging daneben. Wir mussten das... verdammt. Wo muss denn das genau hin? Genau auf die Kante. Ah, da fehlt noch eins. Ja gut, es fehlen doch mehrere. So, und theoretisch... So, okay. Aber gleich haben wir's. So, Dämpfer sind fertig. So, Triebwerke auch gleich, Moment. Triebwerke sind auch fertig. Sehr gut. Sehr schön. Okay, dann hätten wir wieder alles. Damit ist es wieder einsatzbereit. Was ich jetzt noch machen könnte, wäre... Moment. Wo ist es denn? Dazwischen passt dann nicht, aber da dran wird gehen. Warte mal, was haben wir denn an dem da? Ist das ein Ejector oder auch ein? Ja, ist ein Connector. Okay. Moment mal. Theoretisch. Lass dich platzieren, du dummes Ding. Ah, okay. Okay, gibt Sinn. Okay. Müssen wir ein bisschen anders machen. Weißt du was? So. Es fehlen noch ein paar Computer und dann brauchen wir wahrscheinlich ein paar Motoren etc. pp. Ey, sind fast alle Thruster-Komponenten draufgegangen. Nur noch 6 PCs fehlen. Ja, ja, ich weiß. Da müssen wir noch die Leitung gebaut werden. Aber die sind ganz schnell erledigt. Moment.
Was brauche ich? Ach, ich brauche interne Panzerung. Ja, okay. Ich brauche interne Panzerungen. Wo sind sie denn da? So, das müsste aber jetzt ausreichen an Material. Ah, Verbände, okay. Ja, damit können wir nämlich das Eis einfach auswerfen. Beziehungsweise das, was wir extra aufbewahren, können wir schon mal rausnehmen. Du kannst mal ein paar Ladungen, wenn du willst, rausnehmen. Die bewahren wir dann extra auf. Wo soll ich dir am besten hin tun? Such mal irgendeinen separierten Frachtcontainer vielleicht. Das wäre die einfachste Möglichkeit. So, wenn ich jetzt nicht komplett Müll gebaut habe, sollten die sich treffen. Ja. Schön, wenn alles zusammenkommt. Ching, 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 ching. Ching. Und es wird gelb. Aha, ist das schön, wenn das funktioniert. Und ich habe keine Motoren mehr. Haben wir noch welche? Nein, keine Motoren mehr da. Das heißt, ich stelle mal schnell 20 oder so her. Ah, es sind sogar noch welche da. Okay. Machst du gerade einen Frachtcontainer? Nee. Weil da würde ich sagen, du kannst einfach irgendwo aus einem von den anderen Schiffen einen abbauen. Und irgendwo hinstellen. Einfach irgendwo, er muss nicht angeschlossen sein. Das wird dann der Eiscontainer für separat. Warte mal, warte mal. Es gibt sogar noch einen. Hier, guck mal, hier ist einer. Da ist sogar noch was drin. Da sind sogar noch Materialien drin. Wo kommt der denn her? Den hat Kevin da mal hingebaut. Okay. Und ich mache jetzt noch Folgendes. Nämlich... 2. Ja, nee, das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Alter. Das müssen wir eigentlich alles mal ausräumen. Na, lass es drin. So eine kleine Notfallreserve kann nie schaden. Weiß nicht. Du meinst ja, wir brauchen die ganze Platin. Lass es mal drin. Wenn wir es wirklich brauchen, nehmen wir das in den äußersten Notfall. Wenn wir bis dahin keins gefunden haben. So. So, damit wäre unser klitzekleines Schiffchen auch fertig. Endlich. Wie sieht es mit der Zeit eigentlich aus? Ich gebe dir noch 2 Minuten. Ah ja. Willst du noch irgendwas loswerden? Was ganz Wichtiges? Ach ne, weißt du was, heute nicht mehr. Heute nicht mehr? Schade, ich hab jetzt mit mit geistig hochtrabenden Äußerungen gerechnet. Ach Gott. Ja, es ist schlimm, ne? Warte mal, den nehme ich mit, den nehme ich mit. Ich weiß, dass du meine intellektuelle Sprachgewandtheit schätzt, meinst, aber... Ja, wirklich? Ein anderes Mal wieder, ja. Ich helfe dir noch ein bisschen beim Ausladen. Sehr freundlich. Ja. Packst du gerade in den Container? Dann pack ich nämlich schon mal mit in den Container. Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel da reinballern. Dass wir noch ein bisschen was für die normale Produktion haben. Weil ich könnte dann schon mal unser Bohrschiff ein Stückchen entfernen. Na, komm her. Alter, da einzusteigen ist so ein Krampf. Wie sieht's denn aus? Ich könnte mal ein paar Sauerstoffflaschen ins Bohrschiff packen, fällt mir gerade ein. Oder einen Sauerstoffgenerator dranhauen. Okay, da ist alles leer. Control Panel. Wo ist der Connector? Drill. Container. Cockpit. Ich sehe den Connector nicht.
Okay, das ist seltsam. Ich flieg's mal ein Stückchen weg, dann kann man da das andere Paar. Ja, ja. Alles gut. Jetzt. Ach, Kevin hat das Ding umbenannt. Ja, gut, da kann ich ja lang nach Connector suchen. So, willst du das Schiff parken zum Ausladen oder? Ja, kann ich machen. Alles klar, mach nichts kaputt. Warte mal. Okay. Ich hab grad nochmal gespeichert. Wie, du traust mir nicht. Nein, ich wollte eigentlich unseren Fortschritt bis jetzt speichern. Fliegt sich trotz fehlender Gyroskope noch okay, oder? Fühlt sich da eigentlich gar nicht schlecht, ja. Gut. Ja, noch ein Stück. Okay, stopp ein bisschen runter. Ja, ein bisschen nach rechts. Ja, noch ein Stück. Und noch einen Millimeter zurück, ganz kurz. Stopp. Perfekt. Schalt an. Collect all und dann throw out. Verdammt. Hoffentlich schmeißt er die Flaschen nicht raus. Okay. Warte, ich muss kurz finden. Verbinder und dann collect all. Also alles einsammeln und auswerfen. Auswerfen. Es passiert nichts. Oder ich sehe es nicht. Connector. Ja, okay. Geht's? Das gucke ich jetzt gerade nach. Wenn das Eis weniger wird. Ja, das restliche Eis, das noch da ist. Warte mal. Nee, irgendwie. Irgendwie will er nicht. Er zieht das Eis nicht an. Jetzt, hast du das Eis manuell verschoben? Nee. Nee, dann hat das sich jetzt doch geholt. Okay, dann funktioniert das. Hat er nur einen Moment gebraucht. Okay, dann war's auch schon wieder von uns. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Begleiten durch Trial and Error. Und mit diesem schönen Bild hier, mit einem wunderbaren Hangar, beenden wir die Aufnahme und sagen vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.